herrliche Sonnenaufgangsimpressionen hier vom Adolf-Stoff-Regenturm bei Bad Salzdetfurt. Wenn ihr sehen wollt, wie ich überhaupt hierher gekommen bin mit meiner nächtlichen Wanderung durchs Gehölz und was es von hier oben für herrliche Ausblicke gibt, ja, sag ich mal, dann bleibt einfach mal dran. Dem Burgweg unterhalb des Burgberges lang, denn am Ende des Burgweges ist ein schöner großer Parkplatz und falls man Hunger hat, auch eine kleine Pizzeria. Und von dort will ich dann hoch zum Adolf-Stoff-Regenturm wandern, wenn man denn von einer Wanderung reden kann, denn ich glaube, das sind höchstens 400-500 Meter, dann müsste ich also relativ schnell da sein. Aber das ist auch gut so, denn die blaue Stunde ist schon relativ weit fortgeschritten, das heißt, der Sonnenaufgang ist nicht mehr weit. Ja, herrlich. Keine Wolke am Himmel. Und hier vom Parkplatz aus, ja, nach meinen Berechnungen wirklich 4-5 Minuten, dann bin ich auch schon am Turm. Aber es ist wieder kalt. Richtig kalt irgendwie. Musste noch mal meine dicke Jacke rausholen. Ich sag ja, Aussichtsturm 150 Meter. Ja, eine kleine Biegung und dann müsste der Turm auch schon da sein. Ja gesagt, 5 Minuten vom Parkplatz hier hoch zum Adolf-Stoff-Regenturm und noch 10 Minuten bis zum Sonnenaufgang. Jetzt bin ich aber wirklich mal pünktlich. Habe ich gut gemacht, ja doch, muss ich sagen. Der Burgberg selber ist 200 Meter hoch, liegt an Bad Salzdetfurt dran und der Adolf-Stoff-Regenturm, den man hier im Hintergrund erkennen kann, ist selber noch mal 20 Meter hoch, 111 Stufen habe ich vor mir. Ja, und ich sag mal, kurze Pause noch und dann will ich mich mal hochwagen. Ja, so, erstmal hoch. 111 Stufen. Ja, und ganz viel Metall. Also wieder mein Tipp. Bei Gewitter? Nicht gut. Aber heute ist schönes Wetter. Natürlich. So,
Die 111 Stufen hoch auf den Adolf-Stoffregen-Turm sind geschafft. Der 20 Meter hohe Turm wurde erfolgreich von mir bestiegen. Ja, man muss allerdings sagen, nicht nur der Turm ist 20 Meter hoch, sondern auch ja, viele der Bäume ringsrum, wenn nicht sogar noch höher. Teilweise würde ich sagen 20, 22, 23 Meter hoch. Das heißt, die Aussicht ja, runter auf Bad Salzdetfurth oder auch in andere Bereiche ist schon ein wenig ja, verwachsen. Aber ich habe im Auto die Kettensäge und dann werde ich gleich mal so ein bisschen ja, das Gehölz ausdünnen und dann müsste das mit dem Ausblick auch wieder besser klappen. So, hinter mir im ersten Licht des Tages kann man ein wenig Bad Salzdetfurth erahnen. Wie gesagt, es sind so ein paar Bäume dazwischen. Das ist so ein bisschen schade. Aber ist okay. Aber man kann es ja so sich so ein bisschen vorstellen, ne? Wenn die Bäume ein bisschen kürzer werden, dass da unten im Tal das herrliche Bad Salzdetfurth liegt und so langsam aus dem frühmorgendlichen Schlaf erwacht. Nichtsdestotrotz hole ich jetzt einfach mal die Kettensäge raus und dünne das Gehölz wirklich mal ein bisschen aus und dann gucken wir mal, was es da für tolle Impressionen hier vom Adolf-Stoff-Regenturm gibt. Viel Spaß! Adolf-Stoff-Regenturm bei Bad Salzdetfurth im frühmorgendlichen Sonnenaufgangston. Wem es gefallen hat, der kann mir ja vielleicht einen netten Kommentar lassen oder vielleicht sogar einen Daumen nach oben. Ansonsten findet ihr auf meinem Kanal weitere herrliche Ausflugsziele hier im wunderschönen Niedersachsen. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Leinebergland, Weserbergland, herrliche Aussichtstürme. Übrigens, hier in der Nähe von Bad Salzdetfurth gibt es ja, auf dem anderen Berg dann den Carbusturm. Das ist also gleich nebenan. Auch diesen Turm habe ich mal frühmorgendlich ja, bestiegen und ein paar herrliche Impressionen einfangen können. Ich habe das Video mal verlinkt. Ja, schaut es euch mal an. Auch Bad Salzdetfurth ist echt herrlich. So, jetzt aber tschüss, bis zum nächsten Mal.